Die Formel 1 auf Europa-Tournee. Anders als bei Überseerennen fahren die Teams mit der kompletten Ausstattung auf. Doch was bedeutet das? Zu Besuch bei Mercedes AMG Petronas im englischen Brackley. Ich bin David Franz, Leiter Logistik und Gebäudeservice hier bei Mercedes AMG Petronas. Wir fahren mit 26 Trucks zu den Europarennen. Von den 7 Trucks, die zum Race-Team gehören, bilden 2 ein großes Büro für die Ingenieure. Ein weiterer transportiert die Autos und noch 3 andere Teile und Ausrüstung. Und schließlich ein Tiefkühltruck, der Lebensmittel und all die Dinge transportiert, die das Catering-Team braucht. Bereits 10 Tage vor dem Grand Prix verlassen die Mercedes-Benz Actros die Fabrik in Richtung Rennstrecke. Alles muss reisefertig verpackt sein. Boxenausstattung, Werkzeug, Computeranlagen und Telemetrie, Ersatzteile für beide Autos, Pitstop-Ausrüstung. Nur der Transporter der Rennwagen bleibt noch im Werk. In der sogenannten Race Bay sehen die noch reichlich unfertig aus, werden für jedes Rennen neu aufgebaut. Mit aktuellen Updates, angepasst an die Streckencharakteristik. Schon weit im Voraus laufen die Logistikplanungen. Rund 70 Teammitglieder müssen an die Strecke kommen, wohnen, essen, Formalitäten müssen erledigt werden. Ein Job hinter den Kulissen, nicht im Scheinwerferlicht und dennoch unverzichtbar. Von der Logistik kriege ich generell wenig mit. Dennoch weiß ich, wie viel es ist. Es ist unglaublich. Ja. Die ganze Fracht schon allein. Ja. Das sind ja tonnenweise Zeug. Und was da auch organisiert werden muss, das ist schon sehr, sehr kompliziert. Und da ist auch, sind sehr, sehr viele Menschen auch dann beschäftigt. Das weiß ich auch sehr zu schätzen, dann, wie viel Arbeit das ist. Fertig geladen verlassen die Trucks die Fabrik. Das Team beauftragt die Firma Eddie Stobart mit dem Transport, in der Regel mit einem Fahrer pro Truck. Der Transporter für die Rennautos ist manchmal doppelt besetzt, um Zeit zu sparen. Und die Arbeit der Truckies ist damit nicht erledigt. Sie machen für uns den Sicherheitsdienst, sie bewachen die Garage rund um die Uhr. Außerdem einen Shuttle-Service zwischen Flughafen und Rennstrecke. Die Jungs packen mit an und erledigen alle möglichen Aufgaben während des Wochenendes. Dazu gehört auch, dass die Teamtrucks immer tipptopp aussehen. Sie sind das Erste, was Besucher im Paddock zu Gesicht bekommen. Nach dem Rennen wird sofort gepackt. Die Autos werden bis Mitternacht auseinandergebaut. Am Montagmorgen geht es weiter. Bei Back-to-Back-Rennen an aufeinanderfolgenden Wochenenden ist der Zeitdruck noch größer. Bei Back-to-Back-Rennen hast du diesen Luxus nicht. Du musst die Trucks noch Sonntagnacht fertig machen. Das ist echt harte Arbeit. Du musst alles verpacken. Und dann einen Tag später baust du an der nächsten Strecke wieder auf. Zurück in Brackley. Letzte Handgriffe an den Autos. Einmal komplett vermessen, dann ab in den Truck. An der Strecke steigen Nico Rosberg und Michael Schumacher wie gewohnt in die Autos. Ihre Konzentration gilt allein der Performance auf der Strecke. Doch auch sie wissen, ohne perfekte Planung und Teamwork in der Fabrik ist keine gute Performance möglich. Es zählt das große Ganze. Nicht nur das Wochenende selber, nicht nur das Rennen, sondern danach geht es nochmal richtig zur Sache, bis spät in die Nacht hinein, wo die Jungs aktiv sein müssen, um alles wieder einzupacken, weil vor dem Rennen oder nach dem Rennen ist vor dem Rennen, weil es dann gleich schon wieder weitergeht. Weiter direkt zur nächsten Strecke oder zurück nach Hause. Dann in wenigen Tagen wiederholt sich das Ganze. Planen, montieren, packen, fahren. Routine für die Teams und dennoch immer wieder eine Herausforderung.